بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين إنام الله سأل أبا مسلم هاتسيقن الله سيقن نهايل بمهاتش كايت زن أفقفة محمد صلى الله عليه وسلم und auf all diejenigen, die seiner Sunna folgen bis an den Tag der Auferstehung. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit vergebenen Sünden, mit mehr Wissen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns segnen. Wir machen heute inshallah ta'ala, liebe Geschwister, weiter. Wir waren stehen geblieben, wir waren fertig mit dem vierten Kapitel und da möchte ich noch eine Sache dazu ergänzen. Und zwar geht es darum, wann das Fasten täglich beginnt und täglich aufhört. Wir haben gesprochen über den Normalfall, aber wir haben dadurch nicht alle Fälle tatsächlich abgedeckt. Und zwar gibt es noch einen mindestens wesentlichen Fall. Und zwar gibt es Länder, in denen die Nacht besonders kurz ist oder besonders lang ist. Das heißt, es gibt Tage im Jahr in manchen Ländern in der Nähe der Pole, in denen es tagüber nur 2-3 Stunden hell ist zum Beispiel oder umgekehrt 2-3 Stunden dunkel ist oder sogar die ganze Zeit hell ist oder die ganze Zeit dunkel ist. Und auch die Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, für jeden einzelnen, für jede einzelne Thema, jedes einzelne Thema, das sie untersucht haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür vielmals belohnen. Und sie haben, und das bezeugt, dass diese Scharia, alhamdulillah, tatsächlich für die gesamte Menschheit da ist und alle Fälle berücksichtigt. Die Gelehrten haben gesagt, wenn in einem Land die Nacht 24 Stunden lang anhält oder es nur 2-3 Stunden am Tag hell ist oder umgekehrt, egal ob es die Nacht zu lang ist oder der Tag zu lang ist, dann kann man sich an diesen Angelegenheiten nicht mehr orientieren. Dann kann man sich an dem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht mehr orientieren. Und es gibt zwei Ansichten unter den Gelehrten, wie man in diesem Fall zu verfahren hat. Die erste Ansicht sagt, man soll auf dasjenige Gebiet schauen, das einem am nächsten ist, dort wo natürlich die Sonne und der Tag, also dort wo es einen normalen 24-Stunden-Rhythmus gibt. Man schaut auf die nächste Ortschaft, die einem also am nächsten liegt. Und sie begründen das mit einer Regel, مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أَخَذَ حُكْمَهُ. Das heißt, wenn eine Sache sich in der Nähe einer anderen befindet, dann bekommt sie die gleiche Regelung bzw. das gleiche Urteil. Und es gibt eine zweite Ansicht, und zwar, dass man schaut, wie ein normaler Tag aussieht. Ein normaler Tag, darunter versteht man einen Tag, dessen Helllicht 12 Stunden dauert und dessen Nacht ebenfalls 12 Stunden dauert. Das heißt also, man schaut bei den Ländern, die sich in der Nähe des Äquators befinden, weil dort ist eben der Tag 12 Stunden lang und die Nacht ebenfalls 12 Stunden lang. Und das ist der Tag, von dem man dann ausgeht, auch wenn man sich nicht an diesem Ort befindet. Und sie stützen sich auf einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar ist es der Hadith von Ad-Dajjal. In diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass der Dajjal eine bestimmte Zeit lang auf der Erde sein wird. Und er sagte in diesem Hadith, ein Tag von den verschiedenen Tagen, an denen er auf der Erde sein wird, wird ein Jahr lang dauern. Das heißt, ein Tag lang von den Tagen, an denen er auf der Erde ist, wird davon ein Jahr, nicht jeder Tag wird ein Jahr lang, sondern ein bestimmter Tag dieser Tage dauert ein ganzes Jahr lang an. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde daraufhin gefragt,
an diesem einen Tag reicht es dann aus, wenn wir nur 5 Gebete verrichten? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la, nein, ihr sollt abschätzen. Nein, ihr sollt abschätzen. Und wenn man schätzt, dann schätzt man gemäß dem, was normal der Fall ist. Weil das, was passiert ist in diesem, was in diesem Moment passiert, dass eben der Tag ein Jahr lang dauert, ist nicht normal. Man soll von dem ausgehen, was normalerweise der Fall ist. Wie es in der Regel der Fall ist. Und deswegen sagen die Gelehrten diese Ansicht, dass man den Tag in 12 Stunden einteilt und die Nacht ebenfalls in 12 Stunden einteilt. Zur 0. Stunde gilt dann der Sonnenaufgang, auch wenn er tatsächlich nicht stattfindet, aber man definiert ihn als den Zeitpunkt, an dem die Sonne aufgeht. Wenn der Tag 12 Stunden dauert, dann ist logischerweise nach 6 Stunden der Mittag. Weil das genau die Hälfte des Tages ist. Und deswegen gibt es auch bei den ganzen Gebetskalendern fast keine Abweichung, was die Mittagszeit angeht. Weil die Mittagszeit, sie beginnt genau zur Hälfte des Tages, also genau nach der Hälfte des Tages. Also nach 6 Stunden würde man dann das Dhuhr-Gebet verrichten. Nach 12 Stunden würde man das Maghrib-Gebet verrichten, weil man davon ausgeht, wie gesagt, dass der Tag genau 12 Stunden dauert. Also ist er nach 12 Stunden ist die Sonne dann unter, der helllichte Tag. Dazwischen wird das Asr-Gebet verrichtet. Das heißt also, wenn das Asr-Gebet, wenn das Dhuhr-Gebet nach 6 Stunden stattfindet, dann ungefähr 2,5 Stunden bis 3 Stunden später würde man das Asr-Gebet verrichten. Man hat dann Zeit bis zur 12. Stunde. Nach dem Maghrib-Gebet verrichtet man das Isha-Gebet. Und das Isha-Gebet in der Regel dauert, oder die Zeit zwischen dem Maghrib und Isha-Gebet dauert in der Regel ungefähr eine Stunde und ein Viertel. Ein Viertelstunde, also eine Stunde 15 Minuten. Und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann kann man auch 1,5 Stunden warten. Und dann ist auf jeden Fall die Isha-Zeit nach dieser Zeit eingetroffen. Das heißt also, man würde sich jetzt in der 13, ein Viertel bzw. 13, ein halben Stunde jetzt befinden. Dann würde man das Isha-Gebet verrichten. Wie gesagt, der Nullpunkt ist der Sonnenaufgang. Nach 24 Stunden ist natürlich wieder der Sonnenaufgang. Und die Frage ist, wann ist der Sonnenaufgang, wann ist die Fajr-Zeit? Die Fajr-Zeit beginnt dann 2 bis 3 Stunden vor dem Sonnenuntergang. Die Fajr-Zeit beginnt dann 2 bis 3 Stunden vor dem Sonnenaufgang. Und dann wäre das wäre ein normaler 24-Stunden-Tag, von dem man ausgehen würde. Das ist aber nicht der Fall, zumindest nicht bei uns hier in Europa oder in Deutschland. Und das ist aber nur, damit wir sehen, dass die islamische Scharia, alhamdulillah, alle Fälle abgedeckt hat. Und nicht nur, dass die islamische Religion ist nicht eine Religion, die nur anwendbar ist auf das Gebiet von Arabien oder innen oder außen herum. Und dann kommt noch hinzu, die Gebete, die werden dann, oder das Fasten entspricht dann natürlich auch diesen Gebeten. Das heißt also, die Leute würden dann auch 12 Stunden lang, beziehungsweise ein paar Stunden mehr fasten, denn sie beginnen ja 2-3 Stunden vor dem Sonnenuntergang. Das wäre dann also der Durchschnitt eines normalen Tages. Und Allah weiß am besten Bescheid. Dann gehen wir über zum 5. Kapitel. Und zwar geht es darum, wodurch das Fasten ungültig wird. Wir wissen, wann das Fasten beginnt. Wir wissen, wann das Fasten endet. Und die Frage ist, wodurch wird das Fasten ungültig? Zuerst einmal das Bekannte, durch Essen und Trinken. Das absichtliche Essen und Trinken macht das Fasten
ungültig, denn Allah sagte: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Surat al-Baqarah, Vers 187. Also hat uns Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich gemacht, dass wir essen und trinken dürfen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die Regel lautet, dass wenn etwas mit einer Grenze definiert wird, wenn etwas durch eine Grenze abgegrenzt wird, dann ist das Urteil, was sich nach der Grenze befindet, nicht das gleiche wie vorher. Und deswegen, vorher war es erlaubt, dann ergibt sich dadurch automatisch, dass was danach kommt, verboten ist. Dadurch ist klar, dass man während des Fastens weder essen noch trinken darf. Was bedeutet es, dass man etwas gegessen oder getrunken hat? Das heißt, sobald das, was man isst oder trinkt, den Kehldeckel, Epiglottis, passiert hat. Sobald das wieder runter, diese Stelle passiert hat, ist das Fasten ungültig. Wir gehen jetzt davon aus, dass jemand das absichtlich macht. Im Falle der Unabsichtlichkeit oder Vergesslichkeit, darüber reden wir inshallah ta'ala gesondert. Auch wenn man absichtlich nur wenig isst oder wenig trinkt, ist das Fasten gebrochen. Also auch wenn eine Person sagt, ich muss ein Medikament einnehmen und trinke damit nur einen kleinen Schluck, dadurch wird ja mein Durst nicht gestillt, sagen wir Stopp. Es ist keine Sache von, in erster Linie keine Sache von Logik, sondern es ist eine Sache von Gottergebenheit. Du sollst dich Allah ergeben, er hat gesagt, du sollst nichts einnehmen und dann nimmst du auch in dieser Zeit überhaupt nichts ein. Und dasselbe gilt nämlich auch für Zigaretten, Rauch und Weihrauch, da diese Art von Rauch aus Partikeln bestehen, anders als Parfüms, die, bei denen es um den reinen Geruch geht. Aber bei solchen Arten von Rauch, da sind Partikel drin und deswegen, wenn jemand rauchen würde, dann kann er nicht sagen, ich habe nur etwas inhaliert. Mein Fasten wird dadurch nicht ungültig. Und das gleiche gilt auch, wie wir gleich sehen würden, für das Asthma-Spray. Aber grundsätzlich gilt also, egal was man einnimmt, und das wollen wir aus diesem Satz verstehen, egal was man einnimmt, ob man es einnimmt und nährstoffhaltig ist, oder ob man es einnimmt und nicht nährstoffhaltig ist, das spielt keine Rolle. In beiden Fällen ist das Fasten ungültig. Wer allerdings aus Versehen isst oder trinkt, das heißt aus Vergesslichkeit, das soll damit gesagt werden, es geht hier nicht um das Versehen im Sinne von, dass man etwas versehentlich verschluckt hat, indem man sich verschluckt hat, wie das Wort schon selbst sagt, sondern es geht hier um die Vergesslichkeit. Wer aus Vergesslichkeit etwas isst oder trinkt, so ist sein Fasten, so gibt es darüber unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten erstmal. Wer aus Vergesslichkeit isst und trinkt, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Sie sind der Ansicht, dass das Fasten gültig bleibt und sie stützen sich auf einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man akala nasiyan wa huwa sa'imun falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Wer aus Vergesslichkeit gegessen hat, obwohl er fastet, soll weiter fasten, denn in Wirklichkeit hat ihm dann Allah zu essen und trinken gegeben. Das ist, was die Vergesslichkeit angeht, das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Sie stützen sich auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die meisten dieser meisten Gelehrten machen auch keinen Unterschied, ob es um wenig oder viel Essen geht und trinken geht. Das heißt also, es gibt manche Gelehrte der Schafi'ia, die sagen, wenn man viel versehentlich gegessen hat, dann ist das Fasten ungültig. Und wenn man wenig versehentlich gegessen hat, bleibt das Fasten gültig aus Vergesslichkeit. Aber richtigerweise ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine arme Aussage gemacht hat,
Und das heißt, in diesem Fall, er hat keinen Unterschied gemacht zwischen vielem Essen und wenigem Essen. Und deswegen ist in beiden Fällen, dass auch wenn eine Person aus Vergesslichkeit im Ramadan am ersten Tag zum Beispiel sich sein Frühstück vorbereitet und sich sogar randvoll gegessen hat und danach ihm jemand sagt, hör mal zu, du fastest doch, und er sich daran erst daran erinnert, dann bleibt sein Fasten gültig, auch wenn er satt ist. Was ist aber, wenn eine Person mehrmals am gleichen Tag vergisst und also mehrmals am gleichen Tag isst? Das heißt also, morgens steht er auf und frühstückt aus Vergesslichkeit. Dann erinnert ihn jemand dran, dann hört er auf zu essen. Am Mittag bestellt er sich sein Mittagessen und isst wieder aus Vergesslichkeit. Und dann wieder erinnert ihn jemand daran. Und zur Kaffee- und Kuchenzeit macht er das Gleiche. Dreimal aus Vergesslichkeit. Die Gelehrten sind darüber unterschiedlicher Meinung. Auch wiederum die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass sein Fasten sahih ist. Also sein Fasten ist gültig. Weil sie auch sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch wieder hier eine Aam-Aussage gemacht hat. Das heißt, seine Aussage beinhaltet alle diese einzelnen Fälle. Genauso wie seine Aussage den Fall beinhaltet hat, ob man wenig oder viel isst, genauso hat seine Aussage auch den Fall beinhaltet, ob man einmal vergessen hat oder ob man mehrmals vergessen hat. Insofern ist das Fasten, bleibt es gültig, gemäß der Mehrheit der Gelehrten. Und das ist auch die richtige Ansicht, inshallah. Es gibt aber auch eine zweite Ansicht von Malik und Rabi'at al-Ra'i. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein. Sie sagen, in diesem Fall, wenn man es also mehr als einmal aus Vergesslichkeit gegessen hat, dann entfällt die Sünde ganz alleine. Das heißt, nur die Sünde entfällt, aber die Pflicht des Fastens nicht. Und deswegen müsste man das Fasten nach ihrer Ansicht nachholen. Und manche der Malikier, sie sagen, das gilt nur für das freiwillige Gebet. Entschuldigung, das freiwillige Fasten. Dieser Hadith, den wir erwähnt haben, dass man, wenn man aus Vergesslichkeit gegessen und getrunken hat, dann hat Allah einem in Wirklichkeit zu essen und zu trinken gegeben. Sie sagen, dieser Hadith bezieht sich nur auf das freiwillige Fasten, aber das ist auch marjuh, auch weniger richtig. Also fällt nicht schwer in die Waagschale. Warum? Weil auch wieder der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist aam. Und aam bedeutet immer wieder, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den einzelnen Fällen. Es gibt in manchen Überlieferungen gibt es den Zusatz, darauf haben manche Gelehrte hingewiesen, aber ich habe es persönlich nicht gesehen, was aber nicht viel bedeutet. In manchen Überlieferungen heißt es wa huwa fi Ramadan, das heißt also viel wie wer aus Vergesslichkeit, während er fastet, im Ramadan gegessen und getrunken hat, der soll weiter fasten. Dieser Hadith, wenn dieser Zusatz authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, gehen wir mal davon aus, dass es eine authentische Hinzufügung ist, in diesem Hadith eine authentische Ziyada, dann wäre das ein Argument für diejenigen Malikiten, die gesagt haben, dass das Fasten, dass dieser Hadith sich nur auf das Pflichtfasten bezieht. Entschuldigung, das wäre also nicht ein Argument für diese Malikiten, weil wir haben gesagt, die Malikiten vorher, dass manche gesagt haben, dieser Hadith bezieht sich nur auf das freiwillige Fasten. Aber wenn wir diesen Zusatz hätten, dann würde dieser Zusatz genau für die gegenteilige Ansicht sprechen, und zwar, dass es hier um das Fasten im Ramadan alleine geht. Aber darauf könnte man sehr einfach antworten und sagen, dass al-Hadith kharaja makhraj al-Ghalib,
وإذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. Und zwar gibt es eine Regel im Fiqh, die sehr wertvoll ist und die auch hier wieder Anwendung finden könnte. Und zwar, wenn etwas erwähnt wird, weil dies in der Regel der Fall ist, dann hat diese Erwähnung keine einschränkende Bedeutung. Und diese Regel sollte man sich gut merken, weil sie öfter vorkommt und sie auch starke Argumente sind. Also das heißt nochmal die Regel, wenn etwas erwähnt wird oder wenn eine Einschränkung gemacht wird, auf diesen Fall bezogen, es geht um den Ausdruck, während er sich im Ramadan befindet. Wer fastet, aus Vergesslichkeit isst und trinkt, während er im Ramadan ist. Dieser Ausdruck, während er im Ramadan ist, hat eine einschränkende Bedeutung normalerweise. Weil das bedeutet normalerweise, dass wenn er nicht im Ramadan ist, dann gilt diese Regel nicht. Sonst was würde dieses Wort sonst bedeuten? Warum so erwähnt er etwas, wenn es keine Bedeutung hat, könnte man sich fragen. Deswegen nochmal, wenn etwas erwähnt wird, wenn eine Einschränkung gemacht wird, wenn eine Einschränkung gemacht wird, aber diese, Entschuldigung, ich sage den Satz nochmal auf Deutsch, wenn ein Ausdruck erwähnt wird, der eine einschränkende Bedeutung hat, dieser Ausdruck aber erwähnt wird, weil dies sowieso meistens der Fall ist, dann hat dieser Ausdruck keine einschränkende Bedeutung. Wenden wir das auf Prinzip auf diesen Hadith an, und zwar angenommen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte gesagt, es geht um das Fasten im Ramadan. Dann stellen wir uns die Frage, die meisten Leute, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam anspricht, wann fasten sie? Fasten sie im Ramadan oder fasten sie außerhalb von Ramadan und im Ramadan? Und die Antwort lautet, die meisten Menschen, sie fasten im Ramadan nur. Und selbst wenn sie auch nur, und selbst wenn sie nicht nur im Ramadan fasten würden, sondern auch außerhalb von Ramadan, so versteht man unter dem Fasten normalerweise das Fasten im Ramadan und nicht irgendein anderes Fasten. Und deswegen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt einfach nur betont, was sowieso klar ist eigentlich, wovon soll er sonst reden, wenn er über das Fasten redet? Er redet vom Fasten im Ramadan, weil das ist das Entscheidende. Dann sagen die Gelehrten, dann hat dieser Ausdruck keine einschränkende Bedeutung. Das heißt, ob er gesagt hat im Ramadan oder ob er nicht gesagt hat im Ramadan, spielt gar keine Rolle. Und wenn es dazu Fragen gibt, kann man das am Ende in Shantara nochmal erfragen. Die nächste Frage, die sich stellt, in diesem Zusammenhang ist, was ist, wenn jemand etwas aus Vergesslichkeit macht, wodurch das Fasten ungültig wird, aber es handelt sich nicht um das Essen und Trinken, sondern, Beispiel, oh, es geht um den Geschlechtsverkehr. Das ist die Frage, sollte jemand mit seiner Ehefrau verkehren, obwohl er am Fasten ist, aber aus Vergesslichkeit, hat das vergessen, dass er am Fasten ist. Ist das dann der gleiche Fall, wie wenn er gegessen und getrunken hätte? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier nur vom Essen und vom Trinken gesprochen. Die erste Ansicht sagt, ja, das ist der gleiche Fall. Und das ist die Ansicht der Hanafiya und Shafi'iya und manche Zahiriya und manche Ahlul Hadith. Die erste Ansicht sagt also, ja, wenn jemand aus Vergesslichkeit während dem Fasten im Ramadan Geschlechtsverkehr hat, dann ist sein Fasten dadurch nicht ungültig, sondern es bleibt gültig. Die zweite Ansicht besagt, dass man in diesem Fall das Fasten ungültig gemacht hat, aber man braucht deswegen keine Sühneleistung machen. Denn die Sühneleistung
in Bezug auf den Geschlechtsverkehr während man fastet im Ramadan, ist die schwerste Art von Sühneleistung, die wir kennen. Und zwar muss man einen Sklaven befreien, und wenn man das nicht kann, dann muss man 2 Monate hintereinander fasten. Und diese zweite Ansicht ist die Ansicht von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, und sie ähnelt der Ansicht, die wir vorhin gesagt haben, als es darum geht, ob man, wenn man mehrmals aus Vergesslichkeit gegessen hat, dann sagt er auch, rahimahullah, dass die Sünde entfällt, aber man muss nachholen. Und hier ähnlich, er sagt, die Sünde entfällt, deswegen braucht man auch keine Sühneleistung vollziehen. Und aber man muss den Tag nachholen. Und die dritte Ansicht ist, dass man, und das ist die strengste Ansicht, sie besagt, dass man das Fasten dadurch gebrochen hat und man muss eine Sühneleistung machen, und zwar die gleiche Sühneleistung, wie wenn man es absichtlich gemacht hätte. Und das ist eine Ansicht über Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Das heißt, wenn man sagt, es ist eine Ansicht, das heißt, es gibt auch andere Ansichten, die über den Imam überliefert werden. Das ist bekannt, dass über manche Imame in manchen Themen viele Ansichten überliefert worden sind sogar, also mehrere Ansichten. Und das ist eine Ansicht, die über ihn überliefert worden ist. Insofern haben wir also diese 3 Arten von Ansichten diesbezüglich. Der Beweis der zweiten Ansicht des Imam Malik, rahimahullah ta'ala, ist offensichtlich, dass er sagt, man hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen befohlen zu fasten, und diese Person hat nicht gefastet, sie hat nicht wirklich gefastet, genauso wie derjenige, der isst und trinkt, aus Vergesslichkeit, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nur das Essen und Trinken erwähnt und hat nicht den Geschlechtsverkehr erwähnt, und deswegen muss er nachfasten, aber er braucht keine Sühneleistung machen, weil er es ja nicht absichtlich gemacht hat, und dann ist natürlich auch keine Sünde gewesen. Und der Beweis von der Ansicht, die über Imam Ahmad rahimahullah ta'ala überliefert wird, ist das, was grundsätzlich der Fall ist. Er sagt, dieser Hadith bezieht sich nur auf das Essen und Trinken, und deswegen der Geschlechtsverkehr wird dadurch nicht abgedeckt. Und wenn der Geschlechtsverkehr dadurch nicht abgedeckt ist, müssen wir den behandeln, wie auch immer, wie sonst auch immer. Und dafür gilt, dass der Geschlechtsverkehr das Fasten ungültig macht und dass man für Geschlechtsverkehr beim Fasten vom Ramadan, dass man dafür eine Sühneleistung machen muss. Und die richtige Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, und zwar, dass eben das Fasten gültig bleibt. Und der Beweis dafür ist genau dieser gleiche Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam vom Essen und Trinken gesprochen hat. Und jetzt, wer die Regel vorhin verstanden hat, weiß jetzt auch, warum diese Regel oder warum diese Ansicht auch die richtige Ansicht ist, denn sie wird wieder gestärkt genau durch diese Regel, die wir vorhin erwähnt haben. Und zwar, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah im Koran Karim auch, ebenfalls gibt es Beispiele dafür, eine Aussage macht, die einen einschränkenden Charakter hat, dieser Ausdruck aber lediglich das widerspiegelt, was sowieso immer der Fall ist, dann hat dieser Ausdruck keine einschränkende Bedeutung. Und angewandt auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wann oder was passt, wenn jemand überhaupt irgendetwas tut, während er fastet, was das Fasten bricht, wenn jemand aus Vergesslichkeit etwas tut, was das Fasten normalerweise bricht, dann ist das in 99% der Fälle nicht der Geschlechtsverkehr und nicht alle anderen Dinge, das Fasten ungültig machen, sondern Essen und Trinken. Weil das ist ja das, wovon man sich in erster Linie enthält. Und das auch, was allen Leuten bekannt ist. Und das, was man am schnellsten merkt, also am schnellsten merkt man, wenn man Hunger und Durst hat, während man fastet, und nicht andere Dinge.
Und deswegen gilt auch hier wie diese Regel, und das ist die bevorzugte Ansicht, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Gehen wir weiter. Der folgende Abschnitt lese ich einfach schnell vor. Der Grund dafür, dass das Fasten weiterhin gültig bleibt, ist, dass es hierfür keinen klaren Beweis gibt. Entschuldigung, dass es dafür einen klaren Beweis gibt. Diese Angelegenheit gehört zu denen die Vergesslichkeit die Haftung wegnimmt. Das heißt also, wenn man, es gibt eine bekannte Thematik unter den Gelehrten, und zwar, wenn jemand etwas aus Vergesslichkeit gemacht hat, entfällt dann nur die Sünde oder entfällt auch die Sünde und auch die Haftung dafür? Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Sünde, sie entfällt auf jeden Fall, wenn man etwas aus Vergesslichkeit gemacht hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Das heißt, er hat uns beigebracht zu sagen, unser Herr, verzeih uns oder zieh uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen haben oder aus Versehen etwas gemacht haben. Und das ist jetzt die Frage, entfällt dadurch nur die Sünde oder auch die Haftung? Die Haftung bedeutet in diesem Fall, dass man nachfasten muss. Denn man hat ja nicht wirklich gefastet. Weiteres Beispiel, du machst aus Versehen jemandem sein Auto kaputt. Die Sünde entfällt, weil du hast es nicht absichtlich gemacht. Aber du haftest trotzdem dafür, denn du bist derjenige, der es verursacht hat. Wenn man aus Versehen jemanden getötet hat, dann lastet auf einem dafür keine Sünde. Aber es lastet auf einem trotzdem die Haftung. Man muss trotzdem eine Sühneleistung dafür machen, gemäß dem Koran Karim, ganz klar. Die Frage ist, gilt das für das Fasten auch? Wir sagen, beim Fasten, wenn es um Essen und Trinken und anderen Dingen geht, wodurch normalerweise das Fasten ungültig wird, gilt diese Regel nicht, weil man haftet nicht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dafür eine klare Aussage gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten, wenn dieser Hadith nicht da wäre, sagt eine von beiden Gruppen der Gelehrten, man muss nachfasten, auch wenn man keine Sünde begangen hat. Und andere Gelehrte sagen, nein, die Ayah im Koran al-Karim, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, das heißt, unser Herr zieht uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir etwas vergessen oder aus Vergesslichkeit gemacht haben oder aus Versehen gemacht haben. Die sagen, das bezieht sich auch auf die Haftung. Und das ist eine große Thematik an sich. Beim Essen und Trinken spielt es keine Rolle, ob das eingeführte Material nährstoffhaltig ist oder nicht, wie im Falle von Papier oder ähnlich. Wenn jemand Sand in seinen Mund nimmt und runterschluckt, dann ist dadurch das Fasten ungültig. Und der folgende Hadith ist auch ein starker Beweis für mehrere Dinge. Unter anderem, dass es egal ist, wodurch, aus welcher Richtung etwas in den Körper des Menschen eintritt. Das heißt, wenn eine Sache in deinen Körper eintritt, ist es egal, ob es eintritt dadurch, dass du dadurch, dass du etwas gegessen hast, durch den Mund, oder ob du es durch die Nase eingezogen hast. Und der Beweis dafür ist der folgende Hadith von Laqid ibn Sabra radiallahu ta'ala anhu. Er sagte im Hadith, er schreibt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgende Aussage zu. Er sagt: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Das ist ein sehr schöner Hadith, in dem es darum ging, dass Laqid ibn Sabra mit seiner Gesandtschaft, Bani al-Mustaliq, Wallahu a'lam, ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, um über den Islam zu erfahren. Er wollte den Islam annehmen und über den Islam erfahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn überaus gastfreundlich empfangen und auch behandelt und stand ihm offen für verschiedene seiner Fragen, unter anderem hatte eine Frage gehabt über Tarak und auch eine Frage gehabt, wie man Wudu macht. Und das war seine Frage. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete ihm und sagte: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Das heißt, spüle deine Nase ausführlich aus, es sei denn, du fastest. Spüle deine Nase ausführlich aus, es sei denn, du fastest. Und in diesem Hadith
Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Fastende das Ausspülen der Nase nicht sehr ausführlich machen soll, denn es könnte dazu führen, dass Wasser durch die Nase in den Magen gelangt. Während man fastet, soll man, wie bereits erwähnt, weder beim Ausspülen der Nase noch beim Ausspülen des Mundes übertreiben und die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausführen. Und dieser Hadith, wie gesagt, ist ein Beweis, erstens dafür, dass es egal ist, aus welchem Teil des Körpers etwas in das Körperinnere eindringt. Und deswegen, das heißt also auch, wenn man etwas durch die Nase einnimmt, oder etwas durch die Venen einnimmt, bei Spritzen und Ähnlichem, oder durch die Lunge einnimmt, indem man etwas einatmet, durch ein Asthmaspray oder Ähnliches, all das führt zur Ungültigkeit des Fastens, es spielt keine Rolle, also wie das in den Körper eingedrungen ist. Und das gehört zum richtigen Faqih, dass er aus solchen Hadithen solche Dinge ableiten kann. Natürlich unser einer, wir lesen, was die Gelehrten darüber gesagt haben, aber das zeigt die Großartigkeit dieser Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus denen der eine 10 Regeln ableiten kann und aus denen der andere nur das versteht, was da gerade dasteht. Und das ist der Unterschied zwischen einem Faqih, jemand, der versteht, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der Unterschied zwischen einer Person, die es einfach nur überliefert, vielleicht einfach nur den Hadith kennt und so weitergeht und das Offensichtliche darunter versteht. Es spielt also auch keine Rolle, ob das Geschluckte durch den Mund oder durch die Nase eingeführt wird, aufgrund dieses Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine zweite Sache kann man aus diesem Hadith ableiten. Und zwar, dass es unerheblich ist, ob man etwas aus vergesslich, ob man etwas absichtlich eingenommen hat oder versehentlich. Das heißt also, wir haben verschiedene Fälle. Wir haben den ersten Fall, dass man etwas aus Vergesslichkeit einnimmt. Dafür gibt es den Hadith. Zweitens, wenn man etwas absichtlich einnimmt, dann ist das Fasten logischerweise gebrochen. Und drittens, wenn man etwas versehentlich einnimmt. Versehentlich heißt was? Wie in diesem schönen Hadith. Und das ist auch der Grund, warum dieser Hadith an der Stelle auch steht. وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wies Laqid ibn Sabura radiallahu anhu ausdrücklich darauf hin, dass er aufpassen soll, wenn er fastet. Und das weist deutlich darauf hin, dass er keine Ausrede hat, wenn er nicht aufgepasst hat. Er soll nämlich die Nase ausführlich ausspülen. Und jeder weiß, wenn er das Wasser durch die Nase einzieht, kann es passieren, dass man das Wasser runterschluckt. Und deswegen hat der Prophet extra darauf hingewiesen, sallallahu alaihi wasallam. Wenn es ein Grund wäre, oder wenn das Fasten trotzdem gültig bliebe, dann hätte seine Anordnung keine große Bedeutung. Und das weist darauf hin, dass man, wenn es um versehentliches Runterschlucken geht, bei dem bleibt, was grundsätzlich der Fall ist. Grundsätzlich ist der Fall, dass das Fasten ungültig wird, wenn man etwas zu sich genommen hat. Ausgenommen davon ist, dass Essen und Trinken aus Vergesslichkeit, und was dazu gehört, Essen, Trinken und alles andere, aus Vergesslichkeit. Absicht bleibt dabei, es bleibt ungültig, und versehentlich weist dieser Hadith darauf hin, dass es ebenfalls ungültig wird. Aus diesem Hadith hat die Mehrheit der Gelehrten den Schluss gezogen, dass es unerheblich ist, ob man eine große oder kleine Menge in den Magen einführt und von wo aus diese Menge in das Körperinnere gelangt. In allen Fällen gilt das Fasten als gebrochen, außer es geschah aus Vergesslichkeit, wie bereits erwähnt, und muss nachgeholt werden. Was für Essen und Trinken gilt, gilt auch für das Einführen von Medikamenten. Wie etwas das Einatmen von Asthma-Sprays. Manche späte Gelehrte haben dies erlaubt. Manche späte Gelehrte haben das Einführen, das Einatmen von Asthma-Sprays erlaubt. Weil das, was man einatmet, wie Luft sei.
weil das, was man einatmet, wie Luft sei. Doch die Experten bestätigen, dass die Zusammensetzung eine andere ist. Die eingeatmeten Teilchen ähneln Rauch und lösen sich auf und werden absorbiert. Alles, was also das Gaumenzäpfchen überschreitet, macht das Fasten ungültig, wie zum Beispiel Weihrauch. Und wer einen Unterschied zwischen Medikamenten und anderen macht, ist aufgefordert, einen Beweis zu erbringen. Nach dem Ausspülen des Mundes beim Wudu bleiben manchmal einige Tropfen Wasser im Mund zurück. Selbstverständlich muss das in den Mund eingeführte Wasser ausgespuckt werden. Sollte nach dem Ausspucken noch Tropfen mit dem Speichel vermischt sein, annulliert dies das Fasten nicht. Der Mund muss also nicht etwa ausgetrocknet werden. Nächster Punkt ist, während des Gebetsrufes noch essen und trinken. Ruft der Muezzin den Adhan aus, während die Fajr-Zeit bereits eingetroffen ist, darf man auf keinen Fall mehr essen und trinken. Und das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten. Das ist die Ansicht der allermeisten Gelehrten, unter ihnen die vier Imame. Doch was ist mit dem folgenden Hadith? In einer Überlieferung berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte: Wenn jemand von euch den Gebetsruf hört, während er sein Trinkgefäß in der Hand hält, soll er es nicht abstellen, bis er sein Bedürfnis gestillt hat. Noch einmal, wenn jemand von euch den Gebetsruf hört, während er sein Trinkgefäß in der Hand hält, soll er es nicht abstellen, bis er sein Bedürfnis gestillt hat. Die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes ist klar. Und zwar, wenn man den Adhan hört und man ist noch am Trinken, beziehungsweise man hält sein Glas in der Hand und man hat noch das Bedürfnis auch zu trinken. Das heißt, man will dieses Glas jetzt nicht unbedingt austrinken, deswegen hat man es in die Hand genommen. Man hängt daran förmlich. Dann dürfe man das Wasser zu Ende trinken, beziehungsweise, so ist es überliefert worden, das Trinkgefäß. Die meisten Gelehrten, weil ich ja bereits gesagt habe, dass die allermeisten Gelehrten diese Ansicht, diesen Hadith nicht so verstehen, wie er dasteht. Deswegen ist die Frage, wie man mit diesem Hadith umzugehen hat. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz über die Authentizität dieses Hadithes sprechen. Und das kann ein bisschen hadithtechnisch kompliziert sein, ist aber auch nicht weiter schlimm. Für den einen ist es eine Sache, da hat er sie einmal gehört, und für den anderen es ist eine wertvolle Information. Und wir wollen im Endeffekt darauf hinaus, dass Hadithe unterschiedlich authentisch sind. Und das ist ein ABC natürlich aus der Hadithwissenschaft. Aber damit soll gesagt werden, es gibt nicht nur authentische und unauthentische Überlieferungen, sondern unter den unauthentischen Überlieferungen gibt es verschiedene Stufen an Unauthentizität, wenn man das so nennen kann. Und genauso die authentischen Hadithe, sie sind nicht alle gleich authentisch. Es gibt authentische und authentischere Hadithe. Und deswegen, ein Beispiel dafür ist ganz klar, manche Hadithe sind Hasan. Hasan ist eine ganz bestimmte Definition für bestimmte Hadithe, die authentisch sind, aber sie sind nicht die authentischsten überhaupt. Darüber gibt es eine Stufe, sie nennt sich Sahih. Sahih hat in der arabischen Sprache, auch im Islam, verschiedene Bedeutungen, aber in Bezug auf die Hadithwissenschaft hat es eine ganz bestimmte Bedeutung. Und zwischen Hasan und Sahih gibt es Stufen, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Wenn man es genau nimmt, gibt es so viele Stufen dazwischen, dass Allah alleine weiß, die
genaue Unterteilung davon. Und es gibt auch noch authentischer als Sahih, zum Beispiel Mashhur, und noch authentischer als Mutawatir, wie zum Beispiel der Koran al-Karim bis Mutawatir. Und diese Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird wie jeder andere Hadith über eine Überlieferungskette überliefert. Und die Gelehrten grundsätzlich sind unterschiedlicher Ansicht, ob dieser Hadith authentisch ist oder nicht. Das heißt, nicht alle Gelehrten sind sich darüber einig, dass diese Überlieferung authentisch ist. Sie wird von Abu Dawud unter anderem überliefert über eine Person namens Abdul A'la ibn Hammad, und über ihn sagte er selbst unterschiedliche Aussagen, eine Aussage, die darauf hinweist, dass er vertrauenswürdig ist, und eine Aussage, die darauf hinweist, dass er durchschnittlich ist. Und manche Gelehrte werten diese Aussage ebenfalls als vertrauenswürdig. Und ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Insgesamt will ich dazu sagen, dass die Gelehrten unterschiedliche Meinungen sind über diesen Überlieferer. Und Ibn Hajar rahimahullah sagte auch, rahimahullah, la ba'sa bihi, das heißt, so viel wie er ist okay. Und dann gibt es einen weiteren Überlieferer an dieser Überlieferungskette, und zwar Muhammad ibn Amr. Über ihn sagte Ibn Hajar rahimahullah, saduqun lahu awham, das heißt, er ist wahrhaftig, aber er macht Fehler. Und das bedeutet, er ist eine vertrauenswürdige Person insgesamt schon, aber er macht Fehler, und deswegen, wenn es darauf ankommt, kann man ihm das ankreiden. Und Abu Hatim sagt, yuktabu hadithu, das heißt so viel wie, man kann ruhig seine Überlieferungen sich notieren, das ist keine besonders lobenswerte Aussage. An-Nasai sagte das gleiche, ähnliche, sagte, ist auch kein Problem, diese Person, und so weiter und so fort. Ibn al-Qattan, rahimahullah ta'ala, zweifelt an, ob diese Überlieferungskette geschlossen ist. Und Abu Hatim al-Razi, rahimahullah ta'ala, sagte, der Hadith ist da'if. Imam al-Bayhaqi, als er diesen Hadith überliefert hat, hat er nach diesem Hadith den berühmten Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma erzählt, also überliefert. Der berühmte Hadith von Abdullah ibn Umar ist derjenige, wo er sagte, wo der Prophet sagte, wahrlich, Bilal ruft den Adhan noch bei Nacht aus, deswegen esst und trinkt ruhig, bis Ibn Maktum den Adhan ausruft. Und wir wissen, beim Salat al-Fajr ist es Sunnah, dass man zwei Adhans macht. Den ersten Adhan, wenn es noch Nacht ist. Das heißt, wenn die Fajr-Zeit noch nicht eingetroffen ist. Und den zweiten Adhan, wenn die Fajr-Zeit bereits eingetroffen ist. Und Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala will damit sagen, dass dieser zweite Hadith den ersten erklärt, und dazu kommen wir gleich, inshallah ta'ala. Imam ad-Darqutni, also er will damit sagen, dass dieser Hadith, wenn er authentisch ist, erklärt ihn der Hadith von Abdullah ibn Umar, meine ich, den ich gerade gesagt habe, über Bilal und Ibn Maktum. Und Imam ad-Darqutni überliefert den gleichen Hadith in Abu Huraira, das heißt, wenn man den Gebetsruf hört, während man noch am Trinken ist, ein Trinkgefäß in der Hand hält, soll man es nicht abstellen, bis man sein Bedürfnis gestillt hat. Er überliefert diesen Hadith, und gleich danach erzählte er einen Hadith über einen Sahabi namens Abdurrahman ibn Aish, radiallahu anhu, in dem er sagte, Al-Fajru fajran fa'amma al-mustatilu fissamai fala yamna'anna al-sahur wala tahillu fihi salah wa idha a'tarada faqad haruma al-ta'amu fasalli salat al-ghada. Dieser Hadith bedeutet sinngemäß Folgendes: Es gibt zwei Arten von Fajr. Den einen rechteckigen, man sagt auch wie ein Fuchsschwanz aussehender, den einen
wenn er sich im Himmel, gemeint ist die eine helle Erscheinung am Horizont, das ist die erste Fajr-Zeit, sie soll niemanden davon abhalten, seine Sahur-Mahlzeit einzunehmen. Und sie erlaubt auch noch nicht, dass man darin sein Gebet, das heißt das Fajr-Gebet, verrichtet. Das ist der erste Fajr. Gemeint ist der Fajr al-Kadhib, der lügende Fajr, wie man ihn nennt auch. وَإِذَا اَعْتَرَضَ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَامَ. Er sagte, wenn dann der zweite Fajr eintrifft, der wirkliche Fajr, also das zweite, die zweite helle Erscheinung am Horizont sichtbar wird, gemeint ist die wahre Fajr-Zeit, dann ist es haram zu essen und du sollst dann dein Fajr-Gebet verrichten. Und Imam al-Dharqutni rahimahullah ta'ala sagte, diese Überlieferung ist sahih. Der Isnad dieser Überlieferung ist sahih, sagte. Der Isnad dieser Überlieferung ist sahih. Und es geht, und als würde er sagen, als wollte er dir sagen, der Hadith von, der erste Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu ist so zu verstehen, wie Abdurrahman ibn Aish es in diesem Hadith sagte. Und der gleiche Hadith wie die Aussage von Abdurrahman ibn Aish radiallahu anhu, dass es zwei Arten von Fajr gibt, wird auch überliefert als Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Abdullah ibn Abbas. Und diese Überlieferung wird von Al-Hakim in Al-Mustadrak und Al-Sahih eingestuft und auch Ibn Khuzaymah überliefert es in seinem Sahih-Werk und auch Al-Albani rahimahullah ta'ala von den späten Gelehrten sagte, dass der Hadith sahih ist. Insofern haben wir, und das soll damit jetzt ausgesagt werden, letztendlich, wir haben einen Konflikt. Und es gibt noch eine wertvolle Information, und zwar das Buch Sunan Abi Dawud, in dem dieser Hadith drinsteht, wird über verschiedene Überlieferer überliefert, wie das andere Buch auch. Und in einer Überlieferung davon hat Abu Dawud rahimahullah ta'ala gesagt, Adhunnuhu an Hammad. Adhunnuhu an Hammad. Das bedeutet so viel wie, Abu Dawud überliefert diesen Hadith über seinen Lehrer Abdul A'la ibn Hammad. Und dann sagte er, und ich glaube, er überliefert über Hammad. Und das ist ein zusätzliche Fehlerquelle. Also eine zusätzliche Fehlerquelle. Er zweifelt selbst an und ist sich nicht ganz sicher, wie sein Lehrer Abdul A'la ibn Hammad diesen Hadith tatsächlich überliefert. Und deswegen, wie gesagt, gibt es Gelehrte, die diesen Hadith als Daif eingestuft haben. Wie dem auch sei, für uns ist wichtig, und damit wollen wir dieses Thema abschließen, inshallah ta'ala, für heute, dass dieser Hadith ist umstritten. Das heißt, es gibt Gelehrte, die ihre Bedenken geäußert haben, ob dieser Hadith wirklich eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Manche Gelehrte wie Abu Hatim al-Razi sagten sogar, der Hadith ist ein Mawquf. Das heißt, es ist nicht eine Aussage des Propheten, sondern eine Aussage von Abu Huraira radiallahu anhu. In Anbetracht dieser Tatsache, dass dieser Hadith umstritten ist, wir haben einen Konflikt. Dieser Hadith erlaubt, gemäß der offensichtlichen Bedeutung, dass man, obwohl man den Adhan vom Fajr hört, noch essen und trinken darf. Der zweite Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte ganz klar, ihr sollt essen und trinken, wenn ihr den Adhan von Bilal noch hört, denn er macht den Adhan noch bei Nacht. Und esst und trinkt, bis ihr den Adhan von Bilal hört. Dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim, er sagt ganz klar, dass man ab dem zweiten Adhan nicht mehr essen und trinken darf. Die Ayah im Koran, die Mutawatira, ist sowieso. Plus auch dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einer Version, wo er ganz klar sagt, sobald die Fajr-Zeit eingetroffen ist, faqad haruma at-ta'am. Das heißt, ist das Essen haram, sagt er, sallallahu alaihi wasallam. Die Nahrung heißt es wortwörtlich, die Nahrung sogar. Damit man nicht denkt, das hängt nur mit dem Essen zusammen, nicht mit dem Trinken. Es geht ja ums Prinzip. Und wenn wir einen Konflikt haben zwischen zwei Überlieferungen,
Wobei die eine bei Bukhari und bei Muslim ist, authentisch ist, zweifellos, und eine zweite umstritten ist, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, diese Überlieferung Abu Huraira ist unauthentisch. Sie ist schad. Das wäre eine Form von Da'if-Hadith, von unauthentischen Hadithen. Oder wir machen das, was die großen Gelehrten gemacht haben, wie Imam al-Bayhaqi und ad-Dharqutni und andere, und offensichtlich die vier Imame alle, wenn sie den Hadith als authentisch betrachtet haben. Und zwar, wir sagen, dieser Hadith bezieht sich nicht auf den zweiten Adhan, sondern er bezieht sich auf den ersten Adhan. Und dann haben wir überhaupt keinen Konflikt. Denn al-I'mal awla min al-Ihmal. Es gibt eine Regel, sie lautet sinngemäß, wenn man nach einem Hadith handeln kann, hat das Vorrang gegenüber, dass man diesen Hadith verwirft. Das ist sinngemäß jetzt diese Bedeutung dieser Regel angewandt auf diesen Hadith. Und deswegen, wenn dieser Hadith authentisch ist, dann gehen wir davon aus, dass damit, dass der erste Adhan gemeint ist und nicht der zweite Adhan gemeint ist, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.